Da ist es also mal wieder Zeit für Minecraft. Hallo und herzlich willkommen. Na, und ihr gerade so? Ich habe gerade Regen anscheinend. Den wollen wir erstmal wegschlafen. Ja, ich schmeiße uns einfach mal komplett total übervorbereitet natürlich wieder in eine Aufnahme. So wie sonst auch. Oder so wie meistens. Ich habe mir jetzt ein bisschen was anderes vorgestellt. Dafür brauchen wir zuerst einmal... Moment. Ich baue hier mal draus Glowstones, damit wir da ein bisschen Platz haben. Und dann brauche ich unsere Äxte. Und viel mehr Platz im Inventar eigentlich. Habe ich noch eine Tür? Also irgendwas, wo ich eine Tür reinbauen kann. Moment, so. Wir müssen halt gerade mal ein bisschen für Platz sorgen auch. Weil ich habe mir hier mit dem Gebäude, habe ich mir jetzt was anderes vorgestellt. Und zwar wird das doch noch eine zweite Etage kriegen. Aber ich habe mir... Naja, das hier müssten wir eigentlich dafür erstmal wegmachen. Und die Bäume erstmal wegmachen. Ja, eigentlich beides. Ich mache erstmal Folgendes. Moment. Einen Moment. Da kann man ja nie von genug haben. Deshalb baue ich mir hier erstmal noch eine Kiste. Die stellen wir dann direkt ganz straight hier auf, mitten auf dem Weg, weil die Sachen, die wir jetzt hier zum Verbauen brauchen, die können wir auch direkt vor Ort lagern eigentlich. Tür auch noch da rein. Und den Rest brauchen wir nicht unbedingt in den Kisten oder in der Kiste für zum Verbauen. Dann fangen wir jetzt erstmal an, hier die Bäume abzuhacken. Ja, nachdem ich ja in der letzten Aufnahme erst gesagt hatte, von wegen, ich hätte Probleme mit der Grafikkarte gehabt und so, und dann gemeint habe, zum Ende der letzten Aufnahme, es würde alles wieder gehen, hatte ich ja dann den neuesten Grafikkartentreiber, weil ich musste irgendwie nochmal meine Grafikkarte zurückbauen, das heißt irgendwie die alte wieder reinstecken und alles so ein bisschen... für einen Hund. Und naja. Da war auf jeden Fall dann so ein bisschen die Problematik, dass ich dann die alte Grafikkarte erstmal nicht mehr ans Laufen gekriegt habe, weil im Treiberpaket ein Teil des Treibers sich selber behindert hat irgendwie. Also wer auch mal wer eine AMD-Grafikkarte im Rechner hat und am Anfang immer diese Fehlermeldung KDB-Sync-Exe hat aufgehört zu funktionieren bekommt, der schaltet doch einfach beim Deinstallationsmanager die KD... Nee, warte, Moment. Das AMD SDK-App. Oder, ja, SDK-App, glaube ich, heißt das. App-SDK, irgendwie so. Das Ding aus, weil nachdem ich mich dann ewig lang nicht nur durch Foren gekämpft hatte, sondern auch mit dem AMD-Support telefoniert hatte und der mir nicht wirklich weiterhelfen konnte, habe ich mir halt nach und nach dann anlesen müssen, wofür jeder einzelne Teil des Treiberpakets zuständig ist, um dann rauszufinden, dass eben dieses SDK... App-Ding für Developer ist, also Entwickler, und man das als normaler Verbraucher also gar nicht braucht. Damit kann man so einzelne Teile des Systems übertakten und so einen ganzen Käse. Brauche ich ja hier gar nicht machen. So, und war auf jeden Fall interessant mitzukriegen, dass ich dann am Ende des Tages, nachdem ich mich 7 Stunden lang damit beschäftigt habe oder so, dann schlauer gewesen bin als der AMD-Support. Was irgendwo traurig ist, weil der Mensch sitzt da und ist dafür bezahlt oder wird dafür bezahlt, dass er das eigentlich wissen sollte.
Hat mir dann irgendwelche dummen Ratschläge gegeben, von wegen ich soll irgendwas aktualisieren und so. Was aber im Endeffekt ja gar nichts damit zu tun hatte, weil selbst nachdem ich das gemacht hatte, ist die Mitteilung immer wieder aufgetaucht. Doof, ne? Das auf jeden Fall kurz dazu. Mein System läuft jetzt wieder so, wie es soll. Zwar wieder mit der alten Grafikkarte, also mit der neuen, da werde ich erstmal wieder ein bisschen rumprobieren müssen. Ich glaube, die hat eine Macke weg. Was ist das denn? Hab ich den Baum nicht gerade weggehackt? Ich glaube zwar, die hat eine Macke weg, aber ich werde mal gucken, ob das vielleicht doch irgendwie rettbar ist. Und dann mal schauen einfach. So, hier drüben, schön, da haben wir auch noch welche. Ja, ansonsten, der ein oder andere von euch wird wahrscheinlich jetzt gerade da sein, wenn ihr in Düsseldorf und Umgebung wohnt. Denn heute ist in Düsseldorf der alljährliche Japan-Tag. Somit abends um 11 Uhr ist dann Feuerwerk und hast du nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da gleich noch hinbegeben werde. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben aktuell, ich glaube, 14 Uhr. Haben wir 14.30 Uhr, als ich jetzt aufnehme, also für heute Abend. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dann hingehe, vielleicht sogar eine Kamera mitnehme, was aufnehme. Ein kleines Video zu. Ich weiß es nicht, ich bin am Überlegen. Ich habe sogar noch Material von letztem Jahr, glaube ich. Hab's aber dann nicht verbraucht. Ich habe das letzte Material von letztem Jahr dann gar nicht benutzt. Einfach nur. Habe ich das noch irgendwo? Ich glaube ja. Ja, Japan-Tag halt einmal jährlich in Deutschland, in Düsseldorf. Da treffen sich halt dann ein paar hunderttausend Manga-Verrückte und Cosplayer und hast du nicht gesehen. Was eine sehr, sehr seltsam freundliche Ansammlung von Menschen immer ist. Aber ist mir manchmal ein bisschen zu voll, muss ich sagen. Also das Ganze befindet sich dann immer an der Rheinpromenade. Wer es kennt, wird es wissen. Für die Leute, denen das jetzt fremd ist und da jetzt zum ersten Mal von hören oder sich da nicht wirklich was drunter vorstellen können. An der Rheinpromenade in Düsseldorf ist halt dann über, weiß ich nicht, ein paar Kilometer, glaube ich, lang. Es sind verschiedene Stände aufgebaut, wo man entweder Dinge tun kann, die mit der asiatisch-japanischen Kultur zu tun haben. Ich kann den einen Baum da hinten auch noch eben kaputt machen. Die halt entweder mit der Kultur zu tun haben oder aber, ja, wo dann Merchandising und sowas alles verkauft wird. Das heißt, Kigurumis, also das japanische Schlafanzüge, das heißt Kigurumi, oder T-Shirts oder Püppchen oder Actionfiguren oder alles mögliche eigentlich, Kissen und. Ne, alles, was ihr euch sonst so vorstellen könnt, was ihr auch irgendwo bei Amazon kaufen könnt, von irgendeinem Manga, den ihr so kennt, das könnt ihr unter Garantie da wahrscheinlich an irgendeinem Stand auch finden. Masken, teilweise ganze Kostüme. Also selbst wenn ihr kein Kostüm haben solltet, wenn ihr da hingeht, was ja durchaus vorkommt, warum auch nicht. Muss ja nicht jeder Cosplayer sein. Ist ja genauso, muss ja auch nicht jeder Let's Player sein, muss ja auch nicht jeder YouTuber sein. Wäre ja auch langweilig, wenn wir immer alle genau gleich wären. Ist okay, jetzt sind hier keine Saplings mehr runtergefallen. Schade eigentlich. Ich hatte auf noch ein paar Jungle Saplings gehofft. 7 Stück leider nur. Ah, da! Schön, doch noch. Jetzt brauchen wir Schaufeln noch, um das Ganze hier abzutragen.
Ja, und auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache mir eine Diamantschaufel, um nicht so viele davon zu benutzen. Habe ich noch? Ja, schön, habe ich noch. Habe ich auch noch. Ich habe da bestimmt auch noch ein Unbreaking oder sowas, ein Buch. Fire Efficiency 2 können wir eigentlich mal machen. Und dann könnte ich, habe ich noch ein leeres Buch? Ich habe sogar noch ein leeres Buch. Und ich könnte mir, glaube ich, auch noch eins bauen. Ja, kann ich. 1, 2, 3. Und ein Leder, dankeschön. Moment. Ja, ich quatsch gleich weiter über den Japan-Tag. Ich will erstmal gucken, was wir da gerade an Verzauberungen rauskriegen können. Jetzt wird es langsam dunkel. Ganz toll, jetzt kann ich das nämlich genau so schneiden, dass mein DTT sich mit dem anderen DTT übereinschneidet. Und dann weiß ich ganz genau, ob der Ton gerade sitzt. So, ich habe hier 18 Level. Was hätte ich denn dann? Aqua Affinity, ja wunderbar. Der letzte Müll. Und was ist das? Sharpness, auch toll. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr genug Geld dann, um mein Moped zu verzaubern, ne? Das kostet mich doch bestimmt 10 mindestens. So, und was haben wir da? Efficiency. Nein, oh, das geht sogar. Kosten 3, super. Ja, nimm ich. Aber eben nochmal higher machen. Machen wir dann. Schön. 2 neue Bücher dafür dann. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, heute ist dann halt Japan-Tag. Um 23 Uhr abends ist dann wieder Feuerwerk am Rhein. Wo sich dann nochmal ein paar hunderttausend Leute mehr... tummeln werden wahrscheinlich, um sich das Ganze anzugucken. Oh, ich mag das wirklich, immer hier lang zu laufen und auf diesen Turm zu und so. Doch, das war schon eine gute Idee mit dem Ding. War halt eine Riesenarbeit, aber naja, so viel Unterschied merke ich jetzt gerade nicht mit der Effizienz 2. Aber hey, und dann werde ich auf jeden Fall... Ich habe gerade eben noch einen Anruf bekommen von einem Freund, der sagte dann von wegen, er wäre gerade schon vor Ort. Aber nur weil er gerade in... weil in der Düsseldorfer Altstadt kellnert gleich dann, irgendwann heute Abend. Und naja, er läuft auf jeden Fall, er würde gerade durch Massen von Manga-Menschen, so sein Ausdruck... so seine Wortwahl, so würde er da durchlaufen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht. Vielleicht werde ich mich, wenn ich mich dann da ins Getümmel schmeiße, sogar auch verkleiden. So ein bisschen. Ich habe ja nicht viel, so, aber eine geringe Auswahl habe ich ja dann. Also, ich kann zumindest, ich habe von Naruto, habe ich ja mal erzählt, habe ich so ein Stirnband, eine Maske. Und was habe ich noch? Ich habe die Weste noch, die so ein Chunin sonst so hat. Habe ich mir irgendwann vor Jahren mal gekauft. So für Karneval, weil ich dann irgendwie auch mal ein bisschen was haben wollte, was ein bisschen cooler aussieht. Und ich finde, die Weste, die kann man eigentlich fast sogar sonst auch so tragen. Weil die gar nicht mal so hart nach Kostüm aussieht. Habe ich zwar bisher noch nicht gemacht, aber könnte man eigentlich mal machen. Ja, oder ansonsten, habe ich mir eine Maske gemacht, die aussieht wie mein Avatar hier. Habe ich ja, glaube ich, auch mal von erzählt. Und dann könnte ich ja damit da langlaufen. Oder aber, ich mache was ganz, ganz Krasses und nehme eine Sonnenbrille mit und schirme mich einfach in die Sonne da. Könnte ich ja, genau. Könnte ich eigentlich auch machen. Dann rendere ich gleich nur eine Folge, lade die hoch. Stellt alles so weit schon ein, dass ich dann heute Abend nicht mehr wirklich was machen muss. Und dann kann ich meinen Tag am Rhein verbringen in schöner Sonne und fläts mich da gleich irgendwo.
ordentlich hin. Hätte ich mir eigentlich auch mal verdient. Mal einen Tag lang die Seele baumeln, beziehungsweise... Ja, wobei, habe ich ja letztens gemacht, ne? Mit dem Wellness-Tag. Naja, komm. Also, ich sag mal, wir haben sowieso nicht so viele Sonnentage in Deutschland. Ich glaube, das kann ich gleich mal machen. Und heute Abend dann zur krönenden Abschluss gehe ich dann nach Düsseldorf rein, in die Altstadt, auf die kurze Straße, in den Knoten. Das ist eine kleine Kneipe, eine kleine Kneipe, die aber sehr, sehr lustig ist. Die Besitzerin kenne ich schon seit Jahren. Die ist sehr nett. Die Isa ist sehr nett. Wo dann auch mein Freund da arbeitet. Da könnten wir dann, ja, dann eigentlich mal heute Abend so eine Feierabendmilch trinken oder so, ne? Warum eigentlich nicht? So ein schönes Wetter gerade draußen. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier sitze. Ach ja, stimmt. Ich nehme für euch Minecraft auf. Und schaufel gerade total sinnvollerweise einen Berg weg. Ich würde ja sogar sagen, ich mache demnächst irgendwann mal wieder so ein Grilldings am Rhein. Aber das kann man ja eigentlich auch vergessen, weil da wird man ja weggeschubst. Wobei es gibt, glaube ich, Stellen, da darf man. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, an einigen Stellen darf es nicht, weil das ist dann naturgeschützt. Irgendwie, weil das teilweise so Dünen oder so sind. Boah, ist das viel. Aber Japan-Tag gleich wäre eigentlich mal echt, ne? Warte mal, wie muss ich das Ganze denn timen? Wenn ich da noch hinkommen will, sodass ich da wirklich was von habe, von der Sonne auch. Wir haben jetzt halt 3:15. Dann könnte ich jetzt noch, ich sag mal, eine halbe Stunde aufnehmen. Da hätte ich schon mal 2 Folgen am Start. Eine würde ich rendern können. In der Zeit mache ich mich fertig. Dann auf zum Japan-Tag. Wobei, dann müsste ich auch noch eben die Thumbnails für heute Abend fertig machen. Ja, das bedarf natürlich jetzt auch Planung, damit ich den Leuten, die ich vermutlich werde ich keinen von euch da treffen am Japan-Tag, weil selbst wenn ihr mich sehen wollen würdet oder wir uns sehen wollen könnten, laufen da so viele Leute durch die Gegend, dass man sich wahrscheinlich eh nicht sieht. Und ich denke mal einfach, dass ich nicht unbedingt einer der Menschen bin, die da großartig aus den Massen hinaus stechen, die da, weiß ich nicht. Oh mein Gott, seht mal, da ist der. Oh Gott, da käme ich mir, glaube ich, auch schon wieder doof vor. Dann käme ich mir, glaube ich, echt vor, als wäre ich in einer anderen Welt oder so. Wäre mir das unangenehm? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich packe mir gleich echt noch meine Sonnenbrille und schmeiß mich irgendwo an rein. Eigentlich eine saugute Idee. Muss ich nur gucken, dass mein... Okay, mein Handy ist auch geladen. Ja, das ist ja heutzutage immer total wichtig. Ist ja egal, ob man angerufen wird oder nicht, aber irgendwie guckt man immer, ob das Handy geladen ist. Könnte ja sein, dass plötzlich ein wichtiger Anruf von Obama kommt und der sagt, ich brauche wieder mal deinen Rat. Ne? Also, kommt ja sonst auch ständig vor. Für alle Leute, die es vermisst haben, hier ist nochmal This is Halloween. Und auf der neuen, jetzt wieder dabei, This is Halloween. Ja, das gute Lied, was uns sonst auch immer fast über das ganze Let's Play hinweg eigentlich begleitet hat. Ich glaube, deshalb darf ich es allein aus Prinzip schon nicht rausmachen. Welches ist euer Lieblingslied aus dem LP? Das würde mich mal interessieren. Welche Art von Musik, die ich hier so bei habe? Ich meine, This is Halloween ist ein Knaller, das steht außer Konkurrenz. Ja, also das,
So, jetzt kriege ich einen Anruf von wem anders. Ich gehe auch mal eben dran, ist ja egal, ob ich gerade in der Aufnahme bin oder nicht. Ja, bitte, was kann ich für dich tun? Ja, mir geht's ganz gut. Und du? Ach, du rufst mich gerade an, um zu wissen, ob ich gleich Bock habe, mit zum Japan-Tag zu fahren. Das ist ja interessant. Weil, weil ich gerade mitten in der Minecraft-Aufnahme bin. Ich hab jetzt gerade einfach auch gesagt, so von wegen, ich gehe jetzt trotzdem ans Telefon. Und genau das war nämlich gerade mein Thema gewesen. Von daher ist das sehr interessant. Ja, ich habe gerade eigentlich in der Aufnahme meinen Zuschauern schon erklärt, dass ich gleich mich fertig machen werde, um über den Japan-Tag zu gehen. Von daher ist das sehr interessant, dass du hier jetzt anrufst und dann nachfragst. Also das ist sehr gut. Mein Plan sieht wie folgt aus, also ist halt dann jetzt fest. Ich nehme ungefähr noch 20 Minuten auf, beginne mich fertig zu machen und in der Zeit rendere ich dann auch schon die Aufnahme, die ich für heute Abend rausschmeiße. Und dann können wir uns von mir aus auf den Japan-Tag begeben und später dann auch noch einen Abstecher in den Knoten machen, weil der Kollege Berti da heute halt auch noch kellnert. Klingt gut, ne? Ja. Kann ich das abschätzen? So, das Rendern von 20 Minuten Aufnahmezeit dauert ungefähr, weil das ist halt ziemlich groß am Anfang noch, muss ja runtergerendert werden, alles mögliche. Ist ja ein MP4-Codec und so, und deshalb ist das am Ende nur noch von 35 GB irgendwie, sind da nur noch 1,2 von über, ja, pro Video. Also sind das dauert ungefähr das zweifach, dreifache an Zeit. 20 Minuten dauern also ungefähr 50 bis 60 Minuten auf Renderzeit. Wenn ich 20 Minuten aufnehme, brauche ich also noch mindestens eine Stunde jetzt. Dann kannst du auf jeden Fall noch zum Friseur gehen. Das ist möglich. Ja, ist okay. Ja, halt mich einfach up to date, wenn du aus deinem Friseur raus bist und dann passt das schon. Ja? Okay, gut, dann reingehauen, ne? Alles klar, bis später. Bye. Ja, liebe Zuschauer, ich würde sagen, Japan-Tag steht dann irgendwie. Das war gerade am Telefon mein ältester Freund, den ich habe. Und zwar ist das ein sehr guter Freund von mir, der Dennis. Und der Dennis, mit dem war ich sogar schon im Kindergarten befreundet. Also das ist, glaube ich, echt meine älteste Freundschaft, die ich habe. Und die reißt auch seit nunmehr über 20 Jahren nicht ab. Und das ist sehr schön, so einen Freund zu haben, muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, ihr habt auch Langzeitfreunde, mit denen man, trotz dass man sich auch periodenweise mal gar nicht sieht oder so, immer wieder zueinander kommt.